Da schmeckt der Gerstensaft besonders gut. Uli Hoeneß Besuch beim Oktoberfest, so entspannt war er lange nicht mehr. Für den Präsidenten ist der FC Bayern wieder ein Gedicht. Die Münchner führen die Bundesliga-Tabelle an und zeigen, wie es geht. Es ist immer schön, wenn man berg oben steht. 12 Punkte in der Tabelle, doch Obacht. Uli Hoeneß mahnt vor dem Schritt auf der Stelle. Natürlich können wir im Moment an diesem heutigen Sonntag sehr zufrieden sein, aber in dem Moment, wo man im Leben anfängt, sich zurückzulehnen und zu sagen, das ist es, dann beginnt schon der Rückschritt. Also Schluss mit der Schönmalerei und Reimerei, denn am Dienstag kommt schon der VfL Wolfsburg. Doch bislang konnten die Wölfe erst einmal bei den Münchnern punkten. Der FC Bayern ist klarer Favorit. Vor einer Saison weiß man das ja nie, aber ich denke, dass wir schon damit gerechnet haben, dass wir dieses Jahr wesentlich besser abschneiden können, weil wir einen sehr, sehr guten Kader haben und bei uns im Verein totale Ruhe ist im Moment. Und damit auch Ruhe und Ausgeglichenheit beim Präsidenten. So kann er sich in Ruhe seinen sozialen Projekten widmen und einen Scheck für die Dominik-Brunner-Stiftung in Empfang nehmen. Sportstars engagieren sich für Zivilcourage. Das sind wirklich gute Nachrichten.